Um unsere Fertigung noch effizienter zu gestalten, haben wir den Bereich der Pressentürenfertigung teilautomatisiert. Mit Unterstützung der Schüssler Welding Solution haben wir hier ein Cobot von Universal Robots und ein Schweißgerät der Firma Lorch installiert. Das Besondere hierbei ist, dass wir Edelstahl und Edelstahl sowie Edelstahl- und Normalstahlverbindungen schweißen. Hierfür wurde ein Brenner-Schnellwechselsystem integriert, was uns einen zweiten Roboter spart und sehr einfach zu handeln ist. Mit diesem System können wir einfach, wiederholgenau und in bester Qualität Zeit in unserem Fertigungsprozess sparen und somit Ressourcen für Sonderwünsche vom Kunden oder andere Arbeitsschritte nutzen. Zuerst heftig die Pressentür wie gewohnt. Anschließend wird die Tür auf die Roboterschweißanlage gelegt. Nach dem Bestücken des Roboters mit der Pressentür wird von mir der Brenner für die Edelstahlverbindung montiert und dann gestartet. Nun werden vollautomatisch alle Edelstahlnähte in gleichbleibender und bester Qualität geschweißt. Anschließend wird der Brenner für die Edel- und Normalstahlverbindung montiert, so dass der Rohrrahmen komplett verschweißt werden kann. Danach ist die Tür von innen fertig und kann gedreht werden. Abschließend werden zuerst die Edelstahlverbindung geschweißt und anschließend der Stahlrohrrahmen. Ich kontrolliere alles, Sichtnähte werden geschliffen und die Tür wird lackiert oder mit unserem handgeschliffenen Salmatec-Muster ausgestattet.